Hallo und herzlich willkommen hier zum Part 4 von The Forest. Ja, letzten Teil haben wir hier ja schön angefangen zu bauen, haben unsere Stelle ja vor kurzem nochmal geändert gehabt, weil wir keine Ruhe hatten und wir wollen ja hier zumindest was bauen, schaffen oder auch mehr. So, Freunde, ich habe mir mal einen kleinen Plan gemacht, dass wir uns jetzt eine Hütte bauen, eine richtig massive Hütte, weil der Regen hier ist ja richtig belastend und das tut mir nicht gut. Ja, Freunde, kurzes vorweg, wenn ihr irgendwie Ideen habt, wie wir das hier alles schön verändern können, könnt ihr mir das ja unten in die Kommentare reinschreiben. Ich würde mich ziemlich freuen drüber. Ja, ihr habt es in der Hand, wie das hier aussehen soll, könnt ihr entscheiden. Ja, bis dahin baue ich jetzt erstmal unsere Hütte. Da gehen wir erstmal in unser Menü hier, in unser Survival-Buch und schauen mal auf Shelters und dann finden wir auch schon hier diese wunderschöne Hütte. Und ich würde sagen, ja, das Haus am See ist jetzt ein bisschen blöd, weil ich kann das jetzt nicht richtig sehen. Ja, können wir das vielleicht noch ein bisschen... Ne, so will ich es nicht haben. Ja, suchen wir uns vielleicht erstmal einen günstigen Platz hier für unsere Hütte. Würde ich jetzt sagen, drehen wir das vielleicht noch ein bisschen, so dass der Eingang zu uns zeigt. Ja, so passt das. So, und dafür brauchen wir jetzt 82 Holz, das heißt, wir müssen wieder arbeiten gehen hier drinnen, wir müssen wieder schaffen, wir müssen Bäume fällen. So, ich würde jetzt sagen, bleiben wir gleich hier in der Ecke. Hauen wir uns mal den ersten Baum hier. Ja, bauen wir den ersten Baum ab. Ja. So, ich denke mal, das hätten wir jetzt erreicht. So, haben wir den Baum noch ein bisschen weggeschubst, so dass das in die Richtung des Hauses fällt. Ja, Dreie können wir noch leider noch nicht aufnehmen. Zweie ist ja schön genug für einen Menschen. So. So. Drei Baumstämme kriegen wir aus einem Baum. Oh je. Ich glaube, dann holzen wir hier den ganzen Wald ab. für ein Haus. Ich würde jetzt mal sagen, gehen wir weiter höher, dass wir hier unten noch ein paar Bäume stehen haben, weil ich mag es sehr idyllisch. Und ihr wahrscheinlich auch. Ja. Schlagen wir den zweiten Baum hier bei The Forest. Und wie gesagt, wenn ihr Ideen habt, wie das hier mal aussehen soll, dann könnt ihr mir das gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich werde das auf jeden Fall machen. So, der zweite Baum wäre gefällt. Und gibt uns jetzt seine kostbaren Stämme. Ja, hier liegt noch einer. Vielleicht können wir den gleich runterrollen lassen. Nee, geht leider nicht. Dann müssen wir erstmal runter jetzt. Und müssen wir erstmal die zwei hier verbauen. Oh! Ja, zumindest lacht da noch einer. Gut. Ja, eine Wand wäre fast fertig. Dann nehmen wir nochmal... Wo haben wir denn jetzt unseren Stamm? Jetzt holen wir erstmal den anderen. Ja, hier haben wir ihn. Und dann nehmen wir den hier unten noch mit. So. Ja, die zweite Wand wäre fast fertig. Hier haben wir auch noch ein paar. Die könnten wir vielleicht noch... Nee, die lassen wir mal drinnen für andere Zwecke. Ja. Nehmen wir uns den nächsten Baum. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht ein bisschen eintönig für euch, aber das ist halt Survival. Man muss schaffen zu überleben. Man muss sich eine Hütte bauen. Ein Lagerfeuer. Man muss Feuer machen.
Und man muss jagen. Und unsere Nachbarn fernhalten. Baum fällt. Ja. Ja, wir spielen jetzt mal ein bisschen Hulk hier. Wir haben einen tonnenschweren Baum einfach mal zur Seite geschubst. So. Das wird wohl... Ja, immer noch 73 Baumstämme. Das ist immer noch viel. Aber... So ist es halt. Sehr idyllisch hier. Sehr idyllisch mit der Musik. Ab und zu ein leichter Regen. Dann kommen unsere Nachbarn mal wieder vorbei. Auf einen Kaffee. Ja, genug geschwärmt. Legen wir weiter hier mit unseren Baumstämmen. Wir wollen ja zumindest heute der Folge mit dem Haus fertig werden. Was ich hoffe. Ja. So, dann immer noch den Baumstamm hier. Und dann bauen wir mal ein schönes Haus. Und gucken immer wieder, ob unsere netten Nachbarn uns doch mal wieder besuchen. Da habe ich ein Mittel dafür. Hoffe, es geht jetzt. Nee, geht gerade mal nicht. Das war der Vorführeffekt. Den kennen wir ja nur langsam hier. So. Haben wir denn noch mehr Baumstämme oder waren das jetzt alle? Ach man. Ja, ich wäre dafür, wenn ich hier selbst mal eine Kettensäge erfinden würde. Ja, ist bloß das Problem mit den Rohstoffen. Wo kriegt man die her? Aber zumindest ist ja hier ein Flugzeug abgestürzt. Da müsste ja theoretisch ein Triebwerk da sein. Und Metall. Und da müsste ja theoretisch was finden lassen. So. Wir bauen den Teil ab. Den Baum ab. Ey, nicht dahin. So, ziemlich weit gefallen. Ja, Freunde, das ist ja schon der vierte Teil hier. Oder nee, der fünfte Teil von The Forest. Ich muss schon fast überlegen, wie viele Teile ich schon rausgebracht habe. Ja, viel haben wir noch nicht geschafft, aber... Wenn ihr die anderen Parts gesehen habt, dann wisst ihr, was das Problem war. Nehmen wir noch die Zwiebel gleich hier mit. So. Zumindest möchte ich heute schon die Wände fertig bekommen. Ob das mir gelingt, weiß ich nicht. Wir werden sehen, weil ich plane... Ach nee, wir müssen erstmal was essen. Wir müssen erstmal was essen, das ist wichtig. Ohne Kraft, kein Kraftstoff. Ach nee, ohne Kraftstoff, kein Kraft... Oder irgend sowas war's. Keine Ahnung. Ach nee, Kraft kommt von Kraftstoff. Genau. Und dieses Kraftstoff holen wir uns jetzt hier. Haben wir noch einen schönen Panzer. Erstmal einen schönen Schokoriegel essen. Und wir hauen uns hier eine Echse auf... das Feuer. Machen ein kleines Päuschen hier am See mit einem kleinen Bötchen. Ja, Freunde, wie gesagt, ich finde die Welt hier wunderschön gestaltet. Ja, hat wohl ab und zu noch Bugs drinne, aber das sehe ich hier nicht so eng. Ich bin total gespannt schon auf die Vollversion, die ich mir auf jeden Fall zulegen werde. Und was da noch so alles kommt, weiß ich nicht. Das müssen wir uns überraschen lassen. So, essen wir erstmal was. Ich hoffe, es kommt noch viel, viel mehr hier. Also ich bin schon echt gespannt, wo das mal enden wird. Ja, nehmen wir gleich noch den Baum hier mit. So, meine Freunde, Daylight ist auch angelaufen. Gestern eher als gedacht.
Ja, aus Zeitgründen konnte ich leider nicht um 0 Uhr freischalten. Darum hatte ich es ein bisschen eher schon freigeschaltet. Ich hoffe, das ist für euch nicht schlimm gewesen. Ihr hättet es ja auch um 12 gucken können. Ja, genug Leute haben es ja gesehen. Ich freue mich darüber, wie es angekommen ist. So. Wo haben wir denn noch einen Baumstamm? Hier ist keiner mehr. Gut. Ja, wie gesagt, immer schön die Umgebung in Augen behalten. Wenn ihr was seht, schreit sofort los. Ich habe hier das Autofahrersyndrom, nenne ich das jetzt mal. Beim Autofahren sehe ich ja auch nicht immer alles gleich. Ihr sitzt daneben, ihr seht mehr als ich. Wenn sie kommen, schreit, schreit! So. Genug gefachsimpelt, legen wir weiter hier mit dem nächsten Baum. Ich weiß, das wird jetzt eine eintönige Folge, weil wir hier nur Bäume schlagen. Aber ich möchte zumindest nachts ein Dach über dem Kopf haben. Wo ich auch mal sagen kann, ich kann mich da drin auch mal verstecken, wenn es eng wird. Ja, blutüberschmiert, müssten wir eigentlich mal baden gehen. Auch das wurde bedacht hier drinnen, umso unsauber man ist und so viele Krankheiten kriegt man hier. Also es geht an die ans Lebenselixier, sag ich mal. Wir gehen mal einfach mal baden, machen uns mal sauber. Ja, dürfte ja theoretisch jetzt, ja, sieht man ja, sauber sein. Dass wir hier keine Infektion bekommen. Ja, das wäre ja noch schlimm. Ja, meine Lieben, da bin ich zurück. Ja, ich hatte aus Versehen die Ausschalttaste von meinem Aufnahmeprogramm gedrückt. Ist mir nicht aufgefallen. Ist mir bloß so 10 Minuten später aufgefallen. Ja, wir machen jetzt hier noch ein 2 Minuten Partchen. Den hänge ich dann noch mit hinten dran hier. Also ihr dürftet davon nicht viel bemerkt haben. Außer, dass ich mal kurz weg war. Pff, ja, ich müsste diese Taste mal neu belegen. Ich habe sie nämlich auf der 3. Und wahrscheinlich habe ich irgendwie auf die 3 gedrückt, ich weiß es nicht. Ist mir dann bloß aufgefallen, dass hier nichts mehr aufgenommen wird. Aber viel ist nicht passiert. Viel ist nicht passiert. So, Freunde, damit beende ich jetzt erstmal unseren Part hier. Ja, ich hoffe, er hat euch gefallen. Wir nehmen jetzt mal noch die Echse mit, die jetzt noch so fröhlich abhaut. Ja! Survival! Genau! Und damit verabschiede ich mich in den nächsten Part. Ich bedanke mich. Tschüss.